Da ist natürlich auch, ich will jetzt aber, glaube ich, einfach mal eine kleine Runde speichern. Genau, ich speichere jetzt mal eine kleine Runde. Und, ich will aber eigentlich gar nicht gegen die Netsche kämpfen, weil die Netsche so heftig sind. Die machen mich doch wieder fertig, die hauen mir voll aufs Maul. Das finde ich nicht gut. Ich mag das nicht. Menu. Ah. Ja, und ganz am Anfang habe ich noch hier die Cliff Racer für Netsche gehalten. Offenbar. Weil ich gedacht habe, ich muss einfach nur die Leute da töten und dann ist gut. Und dann geht's noch hier mal rüber und dann wollen wir mal schauen. Was der so mit einem... Okay. Illunibi. Der Heiligen. Was auch immer. Was auch immer Carcass gerade ist, das weiß ich nicht. Also gerade nicht. Wüsste ich davor wahrscheinlich auch nicht. Und überhaupt. Gut, also hier sind bisher noch keine Netsche, die mich angegriffen haben. Insofern... Da hinten ist die Frau. Die könnte ich ja auch mal nach ihrem Kopfgeld fragen. Ich glaube, damit mache ich mir sicher Freunde. Mach ich mal speichern, 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 speichern. Hallo. Ja. Ja. Ein ehrlicher Händler, so, so. You're a busy gal, so if you could hurry this up. Nicht wirklich. So, hier geht's doch dann nach Gnisis, genau. Ich glaube, wir laufen jetzt Richtung Gnisis oder Aldruin. Okay, die scheinen friedlich zu sein. Dann gehen wir mal ganz regulär weiter. Das Schwert ist echt gut, hey. Das Schwert ist echt gut. Nee, der ist auch in Ordnung. Der lässt mich in Ruhe. Der Weg geht da lang. Die Wege sind leider ein bisschen ungeschickt ausgeschildert. Das finde ich fast schade. Naja, fast. Ich finde es schade. Da geht's nach Gnisis und Aldruin und Balmora und Caldera. Nee, mich greift hier keiner an. Da vorne ist dieses Viech.
Die sind ja friedlich, zum Glück. Jetzt fängt es auch noch zum Regnen an schon wieder. Das ist ja unglaublich. Kaum macht man einen Schritt vor der Tür, wird's Wetter scheiße. Was triffst du mich eigentlich, dummes Vieh? Ich nehme beide. So. Und dann haben wir hier Genesis und Aldrun und Balmora und Caldera. Okay, das finde ich ein bisschen seltsam, aber in Ordnung. Hey, schöne Pflänzchen hier. Das sind sicher so Blutsauger-Aggro-Pflänzchen, die sagen, Fleisch, frisches Fleisch. Hallo, Nick Sound. Komm, ich helfe dir ein bisschen. Ja, ist schon schwierig, so ein Fels, ne? Um den rumkommen, das ist schon eine komplizierte Sache. Aber das war ja nicht so wild gerade. Ich hab dir ja geholfen. So, da ist schon wieder ein Typ. Bevor ich dahin gehe, speichere ich natürlich wieder eine Runde. Eurascha. Ich soll dir also bei deinem Geschäft helfen. Was für ein Geschäft denn? Und das muss nach Aldrun. Aber ich befürchte, dass mich andere Geschäfte zurückhalten. Vielleicht könnten wir eine kleine Übereinkunft treffen, ja? Okay. Okay, also ich soll quasi die Dinge nach Aldrun bringen und er sagt, es wären Klamotten. Und ja. Okay, und ich muss einen Eid schwören. Okay, dann schwöre ich an Senitar, dass ich dein Okay. Ja, ich bring die Hemden schon weg. Keine Bange, ich bin ein ehrlicher Typ. Erzähl mal was über Skooma. Alles klar. So. In diese Richtung geht's noch nach Gnises und Aldrun, also gehen wir da einfach mal weiter. Da geht wieder ein ominöser Weg rein, von dem keiner weiß, wo er hingeht. Ich bin wieder mal fast versucht, ihn auszuprobieren, aber lassen wir mal. Da geht's nach Aldrun und da geht's nach Gnises. Dann gehen wir doch mal hier hoch nach Aldrun. Da ist schon wieder so ein nackter Typ. Also die Nackten hier, die sind echt komisch. Also die sind nicht komisch, es gibt hier viele Nackte, so wollte ich sagen. Aldrun. Margan. Ach komm, Aldrun.
Hallo, du Ratte. Na, komm, trau dich. So, Rattenfleisch einmal. Okay, kein Rattenfleisch. Aber hier so ein komisches Cliff-Racer-Dings. Felsenrenner oder Klippenrenner. Klippenrenner eigentlich. Hier, die kommen gerade immer in herben, rauen Mengen. Stirb! Stirb! So, okay. Erledigt. Und Rattenfleisch. Rattenfleisch. Fleisch. So, ach, hier gibt's schon wieder Nix-Hound. Ach, die Nix-Hounds halten mich aus. So ist es. Ich dachte, das Schwert wäre super. Dabei halten die Nix-Hounds noch nicht aus. Wobei ich denke eigentlich vorher mehr gebraucht zu haben. Wo geht's denn dahin? Morgan, okay, da will ich jetzt eigentlich gerade nicht hin. Lass mich um das Schild rum. Ich will nicht zu dem Nix-Hound da unten. Das muss überhaupt nicht sein, dass ich zu dem Nix-Hound da gehe. Hier platzieren sie wieder überall so Steine. Das finde ich eh faszinierend. Da gibt es echt viele Leute, die so Steine übereinander stapeln. So, und hier geht's wieder irgendwo hin und keiner erzählt mir, wo. Oh, der Regen lässt nach. Schön. Schön, dann haben wir vielleicht demnächst wieder gutes Wetter. Oh, komm. Oh, und dann kommt gleich ein Donner. Ey. Der hat mich gerade tierisch erschreckt, der Donner. Unglaublich. Ah. Wir sind in Aldrun. Aber die beiden Netsch, die habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Irgendwas ist hier komisch. So, dann speichere ich doch mal. Bevor mir da jemand nochmal einen Auftrag gibt. Speak freely, friend. Die will nach Ghostfans. Will ich jemand nach Ghostfans bringen? Über Ghostfans habe ich bisher nichts Gutes gehört. So, ich bringe jetzt erstmal die Dinger hier weg. Die exquisiten Hemden. So, wo habe ich sie denn? 5. Exquisite Hemden. Werde ich gerade angegriffen? Nein, werde ich nicht. So, und dann sind wir doch jetzt hier in Gnarmok. Wem soll ich die eigentlich bringen? Journal, hallo. Bivali Teneran. Wer bist du? Eine Wache. So, wer ist hier? Wachturm 1. Dann müsste das hier Wachturm 2 sein. Genau. Fast wie ich es befürchtet hatte. Magiergilde. Und hier geht's. Die Ratte im Topf. Da soll ich doch irgendjemanden umbringen, ne? Im Auftrag von irgendwem.